Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht mit Level 2, Aufstieg des Sechsenkönigs, Ringkrieg mit den Zwergen. Anhand der Beleuchtung könnt ihr bestimmt schon erahnen, um welche Tageszeit es sich handelt. Ich mache mal wieder einen gewaltigen Failure, weil es ist abends, ich sollte eigentlich nicht mehr zocken, aber ich bin süchtig, also geht's auch gleich los. Ich muss nur kurz gucken, ob die Aufnahme auch läuft. Läuft, Sound ist da, ja, gut, passt, cool, und los geht's. Gut, das ist alles wichtig. Yep. Gut, einen Moment noch schnell, so, und ja. Gut. Wir müssen weiterhin hier kämpfen. Wir haben tatsächlich so endlich es hinbekommen. Geht hier? Ja. Ja. Genau, das ist ein bisschen spät. Wahrscheinlich sollte ich die Türme zuerst bauen. Wir haben es tatsächlich geschafft, alle Punkte zusammen zu klauben. Was sehr beeindruckend ist, wie ich finde. Ja, mal gucken. So, ich habe geguckt, bisher ist es wirklich so, dass die Leuchtfeuer gar nichts bringen. Anscheinend muss man kompliziert coden. Das kann ich natürlich nicht, aber ja. Muss man mal sehen. Aber da gibt es bestimmt Leute, die mir helfen können, das Leuchtfeuer dann wieder zu fixen. Ich weiß noch nicht, ob ich es machen werde, aber ich hätte schon Lust zu. Wenigstens 10% oder so pro Leuchtfeuer finde ich gut. Es müssen nicht gleich 50 sein, das ist vielleicht sehr viel, aber einen kleinen Bonus sollte es geben. Der Grund dafür tatsächlich, wie mir gesagt wurde, weshalb die Entwickler gesagt haben, nee, komm, wir machen das jetzt weg, war, weil der Bonus geblieben ist, selbst nachdem das Gebäude zerstört wurde und sie das wahrscheinlich noch nicht fixen konnten. Und dann verstehe ich natürlich, ja, wenn das so ist, dann ist das natürlich doof, ne? Also das Gebäude wurde zerstört und dann war der Bonus noch immer da und das soll so nicht sein, das konnten sie wohl nicht fixen und deswegen haben sie es dann einfach deaktiviert und gesagt, es gibt jetzt einfach Massive Wish. Ist natürlich ein bisschen fail als Lösung, aber kann man machen. Ich muss sagen, ich finde die 25% Bonus, die es gibt, auch zu krass, persönlich. Wenn ich jetzt im Balanced Team wäre oder so, würde ich sagen, ja, 10, vielleicht 15%. Ne, dass man sagt, okay, zum Beispiel das erste Leuchtfeuer gibt 10%, 15, das zweite 10 und das dritte 5%. Na, dass es so, jedes weitere Leuchtfeuer ist nicht mehr so gut. Ja, das macht das Spiel ein bisschen schneller. Du kriegst trotzdem noch die Vision. Die finde ich nämlich eigentlich ziemlich wichtig. Ne? Ja. Genau. Ja, und davon abgesehen hast du dann diesen kleinen Buff, der ist eigentlich ganz nice. Und dann passt das schon. So würde ich das wahrscheinlich machen und auch ganz toll finden. Ist jetzt halt dann ein bisschen anders, aber das müssen wir alles. So, oh, 46, das ist gar nicht so schlecht für diesen bescheidenen Spot. Jojo, der Feind. Sammelt euch, Tanz. Ist da ein Troll gewesen? Nee. Okay. Oh, da können wir sowas hier machen. Das ist so bitte. So. Gut, dann gehen wir mal hoch. Schön ausbilden und dann gehen wir raus und blauen draußen. Das darf nur. So, schöner Buff. Der ist gut. Wir können da mal angreifen. Wir machen das, ja.
Gut, kann ich hier einen Katapult bauen? Ja, kann ich. Gut, die Dinger da unten machen wir tot. Naja. Also die Warge sind natürlich keine Dinger, aber... So, hier mal jetzt kurz ein Dings hin. Ah, mein Commentary ist on top, oder? Dinger, Dings, Dings, Dingi, Dingi, Dings, Dings. Ja. Jetzt wird's interessant, weil... Es sieht so aus, als würde die Zyperwelle genau die gleiche Abfängzeit haben wie das Erdbeben. Da werde ich dann ganz normal testen, wenn es soweit ist, dass ich das Spiel, also das ist mit Inis gecodet, irgendwelche Ini-Dateien, die halt angeben, wie das Spiel funktioniert, was kostet und so, was die KI macht. Finde ich eigentlich sehr smart gemacht. Ich selbst weiß nicht, was für ein Dateityp das genau ist oder wie er genau funktioniert, aber man hat mit einem Editor schön alles in Textform, wo man sieht, der Wert macht das, der Wert macht das, und das Dokument ist sehr gut beschrieben, intern mit den Notizen, dass man sehr leicht herausfinden kann, an welcher Stelle man schraubt und was es genau macht. Zumindest für die Kleinigkeiten, die ich bisher so gemacht habe. Winzigkeiten, wo ich mir mal angeschaut habe, vor allem mit der KI, mit den 6010, 60.0, 15.15, Reduktion der Kosten, Bauzeit und so weiter. Musik und so, da gibt es ein paar nette Dinge, da habe ich mal so ein bisschen durchgeguckt. Geändert habe ich jetzt nicht viel, nur die KI zumindest. Und das passt auch. So. Und... Ja. Ich glaube, dass ich damit was machen kann. Ne? Muss man mal sehen. Ist jetzt nicht gesagt. Aber generell fühle ich mich da schon gut drin, um es zumindest mal auszuprobieren. Das heißt, ich werde in die Indie-Datei gehen. Die Werte mit den... Also diesen Dateipfad... Dann mit jenem vergleichen, wie ich ihn vorfinde, also den, also den aktuellen Pfad mit dem neuen vergleichen, beziehungsweise die Einträge innerhalb der Datei. Und guck mal, ob da dann was anderes dran steht. Wenn ja, weiß ich, dass das schon mal vermutlich genau der Wert ist, an dem ich schrauben und drehen muss. Und dann mache ich das einfach und dann sieht man schon. Ja. Also das wäre jetzt so mein Vorgehen da. Und das dürfte eigentlich auch ganz gut funktionieren. So. Und die Zwerge sind halt so broken mit allem. Ich habe mir das so viel schwerer alles vorgestellt, aber ich kann halt dank diesen... Klar, hier ist der 50% Buff für die Fähigkeiten Bomben stark. Weil ich halt alle Fähigkeiten habe. Na, und ich kann mega aggressiv einfach Truppen spammen und raushauen und den Gegner bei Minute 8 schon absolut überrennen. Das ist sehr stark. Naja, wie gesagt, ich werde mir die Datei mal anschauen, gucken, ob ich, wenn ich an dieser Stelle drehe, ob sich da noch wirklich was tut. Wenn ja, nicht, weil hier kann ich ja sehen, okay, ungefähr 8 Minuten noch investiert mit dem Stuff. So. Oder ich gucke mir dann das für die Heilung an. Das muss man halt einfach mal dann ausmessen mit der Uhrzeit hier. Na, die wird ja immer angezeigt, das passt, das muss ich halt alles wieder anschauen. Fertig. So. Und wenn ich das hab, ist gut. Und dann sieht man schon. Passt das nicht, ändert das was, ändert das nicht. So. Und dann mal sehen. Wenn das dann ist, weiß ich noch nicht, auf welchen Weg werde ich runtergehen. Ob ich die Leuchtfeuer komplett reverte, wie es jetzt beim 2.7er Patch ist, wäre auch okay. Oder ob ich die Vision lasse, weil ich finde die Vision eigentlich ziemlich nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Vision ist cool, so als Bonus. Die Abklingzeit für 25.50, ich finde es so krass. Wahrscheinlich würde ich wirklich so 15.10.5 oder so machen. Mal schauen. Hey, wir haben ja super viele Schlachten zu schlagen. Holy moly, man. Ja, Kankra versucht es natürlich. Ist jetzt aber relativ dumm, muss ich ehrlich sagen. Ich muss mir nur merken, welche Starttruppen ich jetzt habe, damit ich die am Ende wieder ausgebildet habe. Die müssten sogar ausgerüstet sein, oder? Wenn es Phalanx sind, dann ist es GG. Weil dann schafft das Kankra nicht. Okay, es sind nur Axtschleuderer. Gut, ist trotzdem nicht schlecht. Aha. Gut.
Doof, dass da was ist, kann ich mich jetzt aber nicht drum kümmern. So. Ich meine, ich kann da mal einen Katapult hinbauen. So. So ungefähr. Ist jetzt nicht optimal, aber who cares, whatever. Ich kann draufballern. Zweiter Baumeister könnte ich machen, muss jetzt aber nicht sein. So. Gut. Naja, Baumeister. So, kann Kankra was einnehmen? Ich glaube nicht. Naja. So. Ah ja. Jetzt gehört das Gebäude uns. Sie werden den Anblick unserer Werte Kämpfer an vorderster Front. So, baut der mal, ja, dauert. Wir haben jetzt Bannerträger. Wir verwenden nur bestes Material. Ich weiß, was ich tue. Gut, hier kann man auch noch ein bisschen Spammy, Spam, Spam machen. Die greift an. Die kannst du ignorieren. Du gehst direkt auf dieses Gebäude. Guck mal, ob du da was kaputt machen kannst. Kantra steht wahrscheinlich nur rum, genau. Wow, schöner Schaden. Ja, sakrebleu, das ist ja krass. Okay. So, ich will verhindern, dass das Gebäude vernichtet wird, deswegen baue ich jetzt hier so einen Dingens drumherum. So. Gut. Du kannst da lang gehen. Du kannst da lang gehen. Du kannst da lang gehen. So, der hat den Sprung gelernt. Da ist da. Das ist schon doof, macht aber nichts. Egal. So, tötet ihr den Baumeister? Nicht ganz. Ja, dann baust halt da, whatever, so. Ah ja. Genau, unsere Gebäude. Aber hier habe ich ja jetzt, so, hier ist jetzt Kankra unterwegs. Das ist natürlich ganz bescheiden. So, jetzt muss ich hier gucken. Genau, ihr geht's mal da lang. Ah ja. Könntet ihr bitte nicht sterben? So. Gut. Okay. So, Kankra. Soll der bitte bekommen? Okay. Nein, noch nicht. So, jetzt ist Kankra tot, jetzt kannst du. Und tschüss. Gut. Das ist wichtig. Es hätte Erfahrung geben können. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat es ein Fitzelchen gegeben. Nehme ich mit. Ne? Nehme ich mit. Whatever. So, easy Freeven. Verloren habe ich nichts. Behalten darf ich. Dürfte ich. Ist aber egal. Brauche ich nicht. So, weiter geht's. Speichern. Gut, wo geht's als nächstes lang? Ich habe keine Ahnung. Ich stehe halt schon wieder hier hinten und baue mich. Es ist so witzlos. Immer in diesem Eck. Na gut. Gothmog. Den kann man. Okay. Dann mache ich jetzt noch Dol Guldur. Das geht nämlich zügiger als das da oben, vermutlich. Muss ich mal gucken, weil da oben habe ich gar nichts. Habe ich nur einen Gimli. Hm. Tough. Ich werde ein Spam-Bild spielen. 2-2. Also zwei Krieger-Akademien. Also Haus, Zwerg, Zwerg-Kriegerhalle. Halle der Krieger. Genau. Und zwei Axtschleuder, also Schießstände. Ein gutes. Okay.
Aber mit dem Katapult muss ich natürlich aufpassen. Die auf aggressiv zu stellen ändert nichts, ist mir egal. So. Ja, ganz im Ernst, wenn ich hier das Leuchtfeuer einnehme und es gibt mir nur Sicht. Ich finde das dämlich, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es dämlich. So, ich bin ziemlich dämlich. Ich werde nämlich später noch, habe ich mir vorgenommen. Und das ist nicht klug, das solltet ihr nicht tun. Aber ich werde es tun, weil ich dämlich bin. Essen. Kochen. Glaube ich. So eine dumme Fertigpfanne und dann noch irgendwie Loki oder WandaVision anschauen. Habe ich nämlich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt den Winter Soldier und den Falcon durch. Also Falcon und den Winter Soldier. Fand ich persönlich ja mega geil. Die Serie geht immer so 6 Folgen lang, glaube ich, auf Disney Plus. Und ist wie eine Art Film aufgebaut. Was den Spannungsbogen angeht. Zumindest hatte ich das Gefühl. Und das fand ich eigentlich ziemlich ansprechend. Weil es halt schon so ein bisschen... Also es ist als Serie aufgebaut, ja. Aber es ist schon so angehaucht wie ein Film. Gefühlt. Also ich hab mir... Wenn man sich das Ding auf einmal reinzieht, was halt 4,5 Stunden wären, grob. Ja, 4 Stunden am Stück. Dann fühlt es sich trotzdem anders, als also es geht so langsam hoch, dann hast du Chaos, 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 du hast ein Build-up zu einem Endfight mit Auswirkungen und Bumm, und dann am Ende hast du halt die Nachwirkungen und Nachbesprechungen für den ganzen Bums. So. Genau. Und das haben sie eigentlich ziemlich geschickt gemacht, ich fand es schön gelöst. Vom Flair, vom Feeling, vom Hin und Her, wie es so losging, ne? Und muss sagen, ja, hat mich angesprochen, ich fand es gut. Wie gesagt, gut gemacht. Und hat mich gut unterhalten. Ich mag ja vor allem so... ja, Action, klar hat es auch. Aber auch so Drama. Es hatte ein Freundschaftsdrama. Es hatte Entscheidungsdrama. So ein gewisses moralisches Dilemma. Und politisches und gesellschaftliches Zeugs, nenne ich es mal. Wo man halt am Überlegen war, was ist das richtig, ist das, könnte das so... Und weil der das macht, hat es diese Auswirkung auf diese Personengruppe, die daraufhin dann das wieder macht, weil da und bla bla bla. So, und das fand ich eigentlich, das fand ich einfach sehr, sehr ansprechend gemacht. So. Und deswegen. Well played. Mich hat's gut unterhalten. Würde ich jedem empfehlen zu gucken. Ist so das Nachbeben von. Den Ereignissen rund um Captain America, um jetzt nicht zu spoilern, auch wenn es wahrscheinlich schon jeder gesehen hat, aber ne, Spoiler Warning und so, ja. Also schön, schön gemacht und passt. Ja, super. So, und ihr könnt schon sehen, ich bin jetzt langsam hier so ein bisschen ausbauen. So. Hier kommt was. Dann machen wir mal so hier. Und. Gut, der läuft hier so lang, ne? Ja. Gut, der ist draußen. Können wir wieder ausbilden. Ihr könnt mal da reingehen. So, sind die Reiter hin darunter. Aber das ist okay, das stört mich gar nicht so. Gut, hier hat es nichts mehr. Dann machen wir hier jetzt mal weiter. So, man muss halt wirklich stetig bauen und stressen und bauen und stressen und so. Und dann geht das schon. So, das erobern die jetzt, klar. Ist aber nicht so schlimm, kriege ich irgendwann wieder zurück. Ich finde es auch interessant, dass der Cooldown erst dann
sich zu verbessern scheinen, wenn man diese Dinge eingenommen hat und die Fähigkeit schon einmal auf Cooldown war. Das ist sehr interessant gelöst. Also das ist sehr... So ist zumindest mein Gefühl. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so ist, aber es fühlt sich so an, ne? Als wäre das der Fall. Und das ist irgendwie strange. Weil der Buff nicht sofort auf die Restzeit übertragen wird. Ups, das war ein Fehler. Sondern halt erst, wenn die Fähigkeit wieder auf Cooldown gesetzt wird, also nachdem sie benutzt wurde. Und das ist halt einfach strange. Ja. So. Überall schön nerven, überall sich aufbauen. So. Wie gesagt, einfach nur spammen und ausbilden. Vielleicht baue ich hier noch eine Schmiede. Ich glaube, das wäre besser. So, jetzt kam sein Daybreak. Gut geplayed. Ist aber nicht so tragisch. Ah ja. Gut. Ja, also hier stehe ich schon ziemlich gut da, würde ich sagen, ne? Ja. Dann müssen wir jetzt nicht hin, wenn der da seinen Pfeilhaber macht. Na dann. So. Ich weiß ja nicht, ob ich genug Geld verdiene. Ich müsste mal gucken, was die Minen jetzt so abwerfen. Und ich glaube, die werfen gerade gar nichts mehr. Wenn ich hier so eine Mine habe, plus 13. Na gut, das ist nicht so schwer. Das geht eigentlich nur. So. Ja, gib auf. Was will er da auch machen, ne? Muss man ehrlich sagen. Wenn er so lange braucht, um an den Spinnen vorbeizukommen, ist das natürlich. Whatever. Gut. Cool. Easy. Easy, easy, easy. Und los geht's. Gut, nichts behalten. Brauche ich hier auch gar nicht, ist egal. Dann machen wir jetzt einen Cut. Die Episode ist nämlich lang genug. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dann. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.